Hallo und herzlich willkommen mit Reisen des Universums. Ich begrüße euch recht herzlich zu Clouds Unseen, einen Keen 1 Mod mit Changed Gameplay. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall verdanken wir das Stupid Bunny. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Es war ehrlich gesagt eine schwere Geburt, weil es gab ein paar Kompatibilitätsprobleme und ich hoffe, ich habe die gelöst bekommen. Denn es wäre schade drum. Dieser Mod sah nämlich echt nicht schlecht aus. Und dieser kleine Mod, ebenfalls wieder mal unten in der Beschreibung zu finden, den gibt es in leicht und auch hart. Und wir werden logischerweise hart spielen. Ich meine, wo wären wir, wenn der Mann von Cicadi-Netzwerk das nicht auf hart spielt? So, ich bin mal gespannt, wie das so wird und ob es auch funktioniert. Ich bin mal gerade am gucken. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir fahren in einem Wagen oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall der erste Safe an dieser Stelle, weil wenn die Position existiert bereits. Ja, ich habe eben ein bisschen was getestet. Von daher existiert die Position bereits. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt funktioniert. So, ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, die werden böse sein oder so. Wie kann ich gucken, wie viel Schuss ich habe? Ah, auf Space. Keys. Was? Zack? Power? Zaps? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Ist das bedrohlich? Nein, ist es nicht bedrohlich. Oh. Okay. Das war offensichtlich tödlich. Ja, ich würde mal sagen, wir machen allgemein mal einen Test. Okay, die schubsen einen nur. Das ist wohl der Jorb-Ersatz. Geh mal davon aus, das ist tödlich. Ja, das ist tödlich. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir laden einfach gerade mal. Noob. Wir laden gerade mal den Speicherstand, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Auf jeden Fall, diese Knaben hier, die scheinen nicht gefährlich zu sein. Das ist eine schöne Sache. Diese leuchtenden Dinger da, die sind gefährlich. Das ist unser Jorb-Ersatz. Okay, das wird lustig. Auf den muss ich gerade offensichtlich warten. Das wird lustig. Ah, meine kleine Katze ist erwacht. Ist dieser Schuh tödlich? Ich habe keine Ahnung. Der Stil ist interessant. Gehen wir davon aus, das Ding, der ist tödlich. Ah, wir haben keine Munition. Haben wir jetzt Munition? Ey, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir sind noch in der. Ich versuche herauszufinden, was ich hier tue, Phase. Weil der Stil ist ja schon. Ich bin großer Fan von dem Stil, muss ich schon sagen. Wir versuchen mal herauszufinden, was wir hier zu tun haben. Wir müssen auf jeden Fall hier drüber, oder? Glaube ich. Okay. War das jetzt? Sind das jetzt Schuss? Selbst 5. Ich glaube, das ist gut. Auf jeden Fall interessant. Wir gehen mal den normalen Weg runter. Ja, bei mir ist es bei neuen Mods, wo ich noch nicht einschätzen kann, was genau ich hier zu tun habe, ist es so ein bisschen Trial and Error. Ich hoffe, wir können jetzt schießen. Ich meine, diese Zaps benutzen. Ah, haha, jawohl. Da würde ich mal sagen, sind wir schon mal erfolgreich gestartet. Wenn ich hier hochkomme. Hadouken! Ja, natürlich, Techer. Du willst ausgerechnet jetzt rausgehen. Ich habe keine Ahnung, sind das da unten Punkte oder was ist das?
Ah, ich muss zugeben, ich bin ein großer Fan von diesem Stil. Es hat einfach was. Es hat einfach was. So, meine kleine Katze möchte raus. Das ist natürlich nett von meiner kleinen Katze, weil dann muss ich extra ganz kurz pausieren. So, da bin ich auch schon wieder. Huch. So, aber jetzt. Gut, wie viel Munition habe ich noch? Zwei Saps. Das ist ja gar nicht mal so viel. Ich nehme an, das gibt mir jetzt Saps. Ja. Ja, gut, das wird interessant, weil ich nicht weiß, was mich hier alles umbringt. Das war übrigens mein Feuermelder. Habe ich sowas wie ein Pogo? Ich glaube nicht. Oh. Das wollte ich nicht. Ist es jetzt so wie bei Mario, dass sowas rauskommt? Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Er hat ja gesagt, Changed Gameplay Mod. Okay. Oh, ich muss zugeben, das traue ich mir aber gerade nicht zu. Aber wir brauchen eine Keycard, nehme ich an, ne? Brauchen dafür eine Keycard, die wahrscheinlich da drüben ist, ne? Jo, ich kann mich davor nicht drücken. Das ist aber schade. Das ist aber echt schade, weil das würde ich gerne. Ich würde mich gerne davor drücken. Ja, beste Kommentierung an dieser Stelle. Ah, ich habe eben kurz gedacht gehabt, der Mod würde nicht funktionieren. Das ist ja super schade gewesen. Ist hier der Tod? Ich habe halt keine Ahnung, was davon jetzt tödlich ist. Ist das tödlich? Ist das tödlich? Und wie komme ich da hin? Ho, 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 ho. Das war ganz schön knapp. Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich muss auf diese komische Wolke da springen. Oh, der ist da runtergefallen. Na, dann ist er kein Problem mehr. Dann ist er für uns kein Problem mehr. Ich glaube, ich kann so weit springen. Yay! 14 Saps. Yeah! Das war unpassend. Okay, gut. Was war da? Da oben ist doch noch irgendwas. Ne, egal. Da komme ich vermutlich eh nicht hin. Das war's. Yay. Win. Win. Das finde ich klasse. Win. Hier haben wir ein komplett schwarzes Feld. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in das komplett schwarze Feld rein. Ja. Ich weiß, dass es schon existiert. Ich möchte einfach nur sicher gehen, dass ich nicht allzu schnell Game Over gehe. So, was haben wir denn hier oben? Ein Telefon. Wir dürfen leider das Telefon noch nicht gehen. Wahrscheinlich müssen wir da später dran. Okay, hier können wir auch nicht ran. Huch, was ist das denn? Och, was ist das? Ist das ein Vortiken? Bist du ein Vortiken? Ist das ein Vortiken? Ja, das ist eindeutig ein Vortiken. Ist das eine Birne? Keine Ahnung. Birne hieß, glaube ich, in Englisch Pear, oder? Pear, glaube ich. Egal. Vortigern? Das ist das garantierte Vortigern. Ja, das erkenne ich daran, er kann die Türen ignorieren und er springt relativ hoch. Okay, ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal so ein bisschen um. Okay, wahrscheinlich. Ist das eine Keycard? Das ist eine Keycard. Ich glaube, da unten wartet nur auf mich der Tod, oder? Weil ich sehe da unten gar nichts.
Ich nehme mal an, es ist nicht so einfach, dass ich jetzt hier dran gehen kann. Ich denke nicht. Ja, war klar, war klar. Wir müssen jetzt zu den Mr. Vortikensan. Wir haben 13 Saps. Kann er hier hoch? Ich weiß, das ist technisch gesehen Cheaten. Es ist... Ich glaube, es ist eine Birne. So, was haben wir hier? Ist das so eine Plattform, die sich wegbewegt? Offensichtlich nicht. Ah. Okay. Interessant. Ich glaube, ich weiß sogar, was das darstellen soll. So, 4 Saps und ich brauche so ein viereckiges... Ach, komm schon. Ich glaube, eine Berührung mit denen war auch noch tödlich. Das wird unlustig. Also das ist wirklich hart. Also... Ja, der Stil gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ich muss zugeben, hier ist es mir ein bisschen zu viel schwarz. Geht er auch mal da weg? Gott, hier. Okay, jetzt weiß ich auch, warum da 5 Saps waren. Weil hier echt viele Gegner sind. Und da haben wir ein Symbol. Ist das schon das Viereck? Nein, das ist das Symbol von diesem komischen Telefon, oder? Das ist doch das Symbol von dem komischen Telefon. Ich finde es gut, dass wir nicht nochmal an dem Vieh vorbei müssen. Oder war das das vom Telefon? Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen durchsto-window. Doch, das ist das Symbol vom Telefon. Press Enter. Aha. Ah ja, okay. Hadouken! Ich muss aber sagen, das Level-Design hier, also zumindest der Level-Aufbau, gefällt mir richtig gut. Okay. Okay. Keine Ahnung, ob mir das hier gefallen möchte. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier lang muss. Nee, muss ich nicht, aber das sind... ganz schön viele Saps. Das finde ich gut. Weil wir haben 16 Saps. Das ist solide. Ein bisschen verwirrend ist der Stil meiner Meinung nach schon. Okay, da brauchen wir die Keykarten. Ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt an ganz vielen Robotern da vorbei. Ah, die töten einen gar nicht durch Berührung. Ansonsten wäre ich doch gerade verreckt. Brauchen wir die Saps so dringend? Nein, brauchen wir nicht. Ja, wir entschieden, dass ich sie nicht brauche. Das ist wieder so eine Birne. Die ignorieren wir einfach mal gerade. Boah, wie viel kommt denn hier noch? Nein! Ach, Junge! Oh je. Okay. Naja, wir haben immerhin Munition gut gemacht, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wow. Ja, die wunderbare Steuerung aus Keen 1 bis 3. So, mal gucken, ob wir das genauso elegant machen können wie beim letzten Mal auch. Nein! Okay. Jetzt darf ich den ganzen Mist natürlich nochmal machen, weil... Ach Gott. Ja, stimmt, den darf ich nicht vergessen. Jetzt darf ich das natürlich alles nochmal machen.
Nein, 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 nein. That was close. Okay, Konzentration. Ja, ja. Ich muss doch ein bisschen aufpassen mit den Schuss, glaube ich. So. Ich hoffe mal, ich schaffe das dieses Mal. Tja, und niemand war in der Leitung. Ich muss zugeben, das ist gar nicht so einfach mit der Steuerung. Das sieht man auch schon, wenn ich Keen Extinction spiele. Wir holen uns mal da oben noch die Munition. Ich meine, die ist jetzt nicht allzu schwer zu holen. Auch wenn man die einfach so erledigen kann. Da machen wir immer 7 plus, was ganz gut ist, weil mit 22 kann ich besser arbeiten. Da habe ich einen guten Backup. Ich würde auch mal sagen, wenn ich das Level hier schaffen sollte, was abzuwarten bleibt, ja. Oh Mann. Ah! Okay, ich würde mal sagen, ich lade gerade. Ich habe gedacht, ich würde den Sprung schaffen. Boom. Okay, wir laden. Ich probiere es nochmal. Ist auf jeden Fall herausfordernd. Ich muss aber auch zugeben, also die Steuerung, die liegt mir halt auch einfach gar nicht. Ich habe gerade gesagt gehabt, die Steuerung, die liegt mir gar nicht. Bob. Nee, doch Bob. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich merke schon, wie ich die Konzentration verliere. Okay. So. Ich finde es auch übrigens super lustig, wie der Charakter da grinst, wenn er auf jemanden da schießt. Finde ich ein bisschen bedenklich. Nein, ich habe einen Schuss verschossen. Hallo? Egal. Wenn ich es dafür jetzt schaffe, ist es Wurst wie Käse. Ja, ich muss mich auch erst wieder so bei Keen 1 bis 3 so ein bisschen von der Steuerung her eingewöhnen. Also, es soll jetzt keine Ausrede sein. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Mist gebaut. Okay, ich gebe zu, das entwickelt sich unschön. Das entwickelt sich richtig unschön. Soll ich vielleicht ein anderes Level spielen? Ist das jetzt hier schon meine Grenze? Mehr geht gerade nicht. Mehr schaffe ich nicht. Das war alles. Wäre sehr enttäuschend. Wäre sehr, sehr enttäuschend. Muss ich zugeben, dass das sehr enttäuschend wäre. So, wir warten mal auf diese Birne. Komm her, mein Freund, ich warte auf dich. So. Ein erneuter Versuch. Es ist ja eigentlich nicht so schwer, aber irgendwie schaffe ich diese komischen Sprünge nicht. Ja, übertreib mal, also. So, diesmal Geduld. Mann von Shikari-Netzwerk, was hat dich Keen Extinction gelernt? Genau, du sollst geduldig sein. Sei geduldig, warte auf deine Chance, ja.
Keen Extinction lehrt dich so einiges. Vor allem bringt es dir bei, dass du ziemlich kacke in Keen 1 bis 3 bist. Das bringt es dir auf jeden Fall bei. Wie oft ich schon jetzt allein in diesem Level gestorben bin. Auf jeden Fall bin ich darin gar nicht mal so gut. Dabei sieht es gar nicht so schlecht aus. Würde ich mal behaupten. So, wir holen uns auf jeden Fall die Schuss, weil ich gehe mal davon aus, die werden noch mal wichtig sein. Grins mal für uns. Ja, ja, du Monster. Das ist so ein richtiges Monster ist das. Okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sieht man, das ist hart. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich springe am besten von hier. Ja, die Schuss, die hätten schon ein gewisses... Oh Mann. Interesse meinerseits. Aber... ja. Genau. So. Okay. Du hast lange für diesen Moment hingearbeitet. Dieses ganze Video hier, diese ganzen 20 Minuten waren nur für diesen Moment. Ja, du kannst es schaffen, du kannst es tun und so weiter. Ich bin in Keen 1 bis 3 einfach kacke.